Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video. Und es geht heute um was ganz Spezielles. Ich habe mir nämlich etwas bei Amazon bestellt. Und zwar habe ich mir so einen sogenannten Selfie-Stick besorgt. Hört sich ein bisschen kacke an, aber soll ganz praktisch sein. Nämlich, das ist ein Stick, wo man das Handy einklemmen kann. Und dann kann man quasi so im Weiten hier, ne, statt dann immer den Arm hier so auszufahren, kann man dann quasi sich selbst aufnehmen. Und das wollen wir jetzt gerade mal ein bisschen auspacken. Und dazu müsste ich diese Kamera wahrscheinlich erstmal ausmachen und mache dann hier weiter, damit wir das Ganze auspacken können und ich das Handy dann da einspannen kann, weil das ist es ja, was wir eigentlich machen wollen. Ne? Deswegen mache ich jetzt hier mal aus und dann machen wir hier weiter, damit wir das Ganze dann auf Band haben. Also, bis gleich! So, und wir packen das Ganze jetzt hier mal aus. Also aufgemacht habe ich es auch schon. Aber halt nur, um mal reinzugucken. Da ist dann natürlich nicht so viel drin. Da gibt es dann immer noch so eine Werbung. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr schon mal bei Amazon bestellt habt. Ansonsten, wenn ihr viel bei Amazon bestellt, einfach mal auf unseren Link gehen. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Einfach unter zockerdudes.de/Amazon. Da kommt da so ein kleines Feld oben links, wo man einen Suchbegriff eingeben kann. Und dann könnt ihr da einfach über unseren Tag was bestellen und würdet uns ein bisschen damit unterstützen. Das wäre natürlich super, super lieb. Das ist also der Monopod und da war dieser Halter dran und da soll das Handy dann irgendwie eingespannt werden. Wie genau und was da alles abgeht, das wollen wir uns natürlich jetzt angucken. Aber ich will es auch nicht kaputt machen. Okay. Panzersicherung. Schon kommt beim Auspacken zerstört. Da hätte sie ja natürlich auch so eine Schere besorgen können, ne? Dass man das hier aufmacht, aber nein. Dafür sind wir uns zu fein. Ich glaube, ich komme gar nicht drum rum. Oder? Die Schere jetzt hier zu besorgen. Was ist denn das? So, doch, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, das ist also diese Halterung. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Hier ist dann so eine kleine Schraube. Okay. Vielleicht gibt es sie da drin, weiß ich nicht. Hier ist dann auch noch ein Nippel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man wird sehen, man muss ja auch irgendwie die verstellen können hier oder so. Wir werden es sehen. Wir packen jetzt erstmal den anderen Kram aus hier. Den Monopod. Schauen. Leer. Ah, okay, das ist so eine Art Stativ dann. Macht ja Sinn. Okay, hat einen Gummiring. Ist also fest in der Hand. Das ist ganz gut. Wenn wir natürlich sehen, wie das gegen Geräusche so wirkt. Das werde ich dann ja gleich sehen. Und dann kann man den auch irgendwie, ja, teleskopartig ausfahren. Sogar echt weit. Okay. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist schon eine ganze Länge. Die brauche ich natürlich nicht ganz. Aber ist ja nicht schlecht, ne? Kann man auch, ist auch gut für Präsentation. Schauen Sie mal hier. Also ist nicht schlecht. Und dann mal gucken. Das ganze Ding kann sich auch hier, kann alles verstellt werden und so. Ist total toll. So, wir schrauben den jetzt mal da rauf. Okay, da tut sich schon mal nichts. Okay, so kriegen wir den schon mal da drauf. So, dann kann man den also von links nach rechts bewegen und so, das ist also gut. Hier ist es von vornherein auch schon, wenn ich das jetzt richtig sehe, so. Ja, obwohl, nee, man kann es auch hochkant. Okay, es wird auch gehen. Gut. Okay, so kann man es dann also verstellen. Braucht man natürlich dann, ja, ist ja klar. So, und dann muss man es einspannen und jetzt kommt natürlich der Clou. Wie funktioniert es mit dem Einspannen? Tun wir also ein handelsübliches Handy in diese Vorkehrung und hoffen, dass das funktioniert. Man muss es doch irgendwie größer, kleiner einstellen können, oder? Ah, okay. Das hat so eine Art Federung, die es wieder reinzieht. Das heißt also, damit ist es dann auch gleichzeitig auf Spannung. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Warum gucke ich eigentlich da hin? Da ist ja die, ne? Ich gucke die ganze Zeit auf die Zeit. So, und dann spannen wir das hier ein. Zack, die Bohne. Okay,
Ja. Schon ziemlich fest drin, ne? Ja, okay. Und dieser Nippel, das wissen wir nicht. Wofür der ist. Okay. Was ist denn hier aus? Ja. Wofür der jetzt ist. Keine Ahnung. Muss auch nicht. Einfach um ein bisschen vielleicht rumzuspielen oder so. Ich weiß es nicht. So. Und das Ganze testen wir jetzt natürlich mal. Mal gucken, ob wir das hier so hinbekommen. Ist ja witzig, ne? Mache ich ja die heftigsten Vlogs mit meiner neuen, mit meinem neuen Selfie-Stick. Was ich hier. So machen wir auch mal ein. So. Okay. Und dann machen wir mal Aufnahme. So, und dann hat man es tatsächlich ein bisschen weiter weg. Das ist eigentlich schon cool. Von der Bewegung ist das schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich ein bisschen fester ist oder genauso ruckelig. Kommt halt drauf an, was man für eine ruhige Hand hat. Wenn sie so macht, dann ist es natürlich auch ruckelig. Aber es ist ganz praktisch, ne? Sieht ein bisschen witzig aus. So, also geht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei diesem schönen Vlog. Aber es ist ganz praktisch. Also wenn man damit so ein bisschen durch die City geht, ich weiß nicht, sieht das dumm aus? So? Sag mal. Ja, schon ein bisschen. Sieht dumm aus? Ja, schon ein bisschen. Ja, sehr gut. Hier auch noch eine Handlasche, auch ganz cool, damit es dann nicht sofort runterfällt hier alles. Und dann, man kann es natürlich dann auch ein bisschen so einstellen, wie man es braucht. Aber dann... Yeah, hallo! Eigentlich ist es ganz praktisch, finde ich. Ja? Also, irgendwie hat es was. Und man kann dann das natürlich so einstellen, wie man es haben will, gebrauchen kann, wie auch immer. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ganz praktisch, also dieser sogenannte Selfie-Stick. Probiert den gerne aus. Ich mache jetzt hier mal wieder aus. Wobei, ich kann mich auch hier verabschieden. Das ist eigentlich egal, wo ich mich verabschiede. Ich verabschiede mich hier, oder ist alles egal. Also, Selfie-Stick, schaut ihn euch an. Ich finde es ganz praktisch. Wir können ihn auch nochmal ganz ausfahren. Yeah, Leute, hallo! Wow! Irgendwie ist das cool. Mach mal, blende mal da ein. Yeah! Bild. Ja, irgendwie ist das schon witzig. Ist ganz cool. So gehe ich jetzt also raus. Muss man aber die ganze Zeit hingucken. So, Leute, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen rum. Hallo? Au! Au! Das war's, Bobbika. Pack Openings mit Bobbika. Also irgendwie, doch, ist doch ganz lustig. Ich finde es lustig. Das sieht echt lustig aus. So gehe ich dann auch durch die Stadt, wenn wir irgendwo... Wenn wir unterwegs sind, dann fahre ich einfach meinen Stick aus und dann geht's los. Mache ich die dicken Videos. Also wenn ihr Bock habt, euch mal sowas zu besorgen, um kleine Videos zu machen, wer von euch auch immer Videos macht mit dem Handy, dann besorgt euch den Selfie-Stick. Praktische Sache, kann man gut benutzen. So, wir haben jetzt nochmal was anderes getestet. Und zwar haben wir auch nochmal getestet, das mit der GoPro zu machen, die GoPro da einzuspannen. Und das seht ihr hier. Auch das ist möglich. Jetzt bist du natürlich voll mit drauf, aber ist ja nicht schlimm. Bist ja nicht kamerascheu. Ja, kann man also auch sehr gut, muss man quer einspannen, weil sonst geht das nicht so richtig. Aber dann kann man es auch so da halten und dann sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Nee, ja, so das. So. Dann sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Wir sind nämlich so zu sehen und das geht ja auch ganz gut. Kann man natürlich auch umdrehen, dann, ja, oder, ja, so, ich halte es dann so. Jetzt bin ich komplett verwirrt, wo muss ich ihn jetzt hingucken? Also, ja, so eigentlich, oder? Ja, doch, so. Also, ich weiß nicht, wie ich das gleich zusammenschneide, aber ich denke, ich mache es jetzt richtig. So geht man dann so durch die City und nimmt sie quasi selber auf, ja? Ja, da. So werde ich ausgelacht. So werde ich ausgelacht, ja. Schlimm. Also, man sieht sich dann so selber, das geht natürlich super mit der GoPro. Da läuft man so rum.
Und jeder sieht einen, weil hinten auch der Bildschirm schon an die Hand ist. Also, total bekloppt. Also, nicht mal. Wir werden es sehen. Also, geht auch sehr, sehr gut. Wir schauen uns das mal gleich an und dann sehen wir das ja auch, wie es im Video aussieht. Ich bin gespannt. Also, bis dann. Tschüss. Das war doch kein Unterschied, ob ich die Kamera halte oder am Stock halte. Ja, ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, natürlich dranbleiben, ne? Vielleicht gibt es dann ja ein paar mehr Vlogs, ein paar mehr Videos, weil jetzt kann ich sie ja so ultra krass aufnehmen. Und bis dahin sehen wir uns irgendwann wieder. Macht's gut! Tschüss!